Willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Volksfirma mit am Start wieder unser Roro. Ja, hallo. Roro auf dem anderen Felde beschäftigt. Ich mache hier die ganze Zeit Mais. Ich mache die ganze Zeit Mais. So, der ist voll. Da fahre ich den mal weg. Leer. Menge zu tun. Das sieht aus, der Glas. Drecksch? Schön Dreck. Aber dann weißt du, der hat ordentlich gearbeitet. Ja, das stimmt. So, mal schnell leer machen. Ja, Maschine ist also auch gleich schon wieder voll. Das sieht man so alles, ob das hier irgendwo verstopft ist. Ah, entfernen. Oh. Nach einer Weile kannst du auf jeden Fall was entfernen, aber es ist nicht verstopft. Ja, das sieht man auch, ne? Ja. Selbst hinten bei der Strohablage. Hm. Ich kann bei mir jetzt erst was entfernen. Ging vor uns Hab noch nicht. Habe ich auch gerade gemacht. Bisschen, weil ich das so sehe. Ja. Ist eigentlich immer noch alles da, so, aber... Ja, schätze mal, so tust du auch der Verstopfung vorbeugen. Auch, die dann ja passieren kann. Jedes Mal, wenn ein roter Bereich ist, kann es passieren, dass sich was ablauert und dann... Vermutlich. Wenn es immer weiter machst, dann irgendwann ist es voll. Und dann ist es verstopft. So denke ich es mir mal. Aber oh, wäre gut möglich. So, hier schnell zum Trecker. Oh, ich habe schon eine Menge abgesenzt hier. Das ist schön. Ich bin ja erstmal froh, dass ich mir nicht Stroh hinterher komme. Noch. Noch. Also alleine hat man eigentlich schon genug zu tun mit einem Feld. Naja. Wenn es dann noch Strom, oder doch, wenn du Stroh machst und so, dann musst du Stroh wieder wegfahren. Also aufsammeln, wegfahren, dann musst du wieder hinfahren. Derzeit ist der wieder voll, dann musst du wieder in. Entleeren, da muss man aber dann daherkommen mit Stroh. Hat man schon zu tun. Ja. Ach, ich bin echt schon überlegen, was ich noch auf meinem Kanal bringe. Ob es nur Bioshock ist oder Mass Effect. Ich habe auf beide Spiele Bock. Macht alle beide. Ja, wenn, dann kann ich ja nur erstmal eine Trilogie, sprich Quadrologie machen, weil irgendwann ja da auch ein neuer Teil rauskommt. Ist halt schwierig, ich weiß nicht so, was jetzt genau. Na, ja, kommt drauf an, welches jetzt noch am meisten Bock hat. Ne? Das ist es ja. Ja, schon irgendwie Mass Effect. Das ist zwar dann nur halb blind. Ja, erst und zweiten Teil habe ich gespielt, den dritten komplett gar nicht. Nur mal angezockt. Aber viel ist auch nicht mehr bei den Mass Effect Teilen hängen geblieben. Weil ja, es ist so krass umfangreich, wenn du wirklich alles zeigen willst, was ich natürlich immer mache bei solchen Spielen, ne? Ja, gut, ist ja auch nicht gerade wenig, ne? Ich schätze mal, beim ersten Teil wirst du so mindestens so 200 jetzt, Folgen schaffen. Jetzt hat's aber nicht hier rein. Ja, dann musst du. Oh, bei dem Spiel kannst du okay eine 15-Minuten-Folgen bringen und musst du echt schon so 20-Minuten-Folgen machen. Ja, kannst du auch dann machen. Ja, aber dann wirst du es aber wahrscheinlich nicht schaffen, da jeden Tag eine Folge. Ja, brauchst du. Also wäre das dann vielleicht so alle zwei Tage. Mhm, weil bei mir mache ich ja auch das jetzt bei YouTubers Live, dass ich alle zwei Tage. Also alle zwei Tage kommt da jetzt bei mir ein Video raus. Okay. Weil jeden Tag schaffe ich das immer nicht so.
Aber wegen Hochladen und so weiter, ne? Ja, nicht nur wegen das, auch zeitmäßig. Weil man will ja nicht von der Arbeit kommen und gleich aufnehmen und dies und das, weißt du, man hat ja auch sowas zu tun. Ja, klar. Und da ist alle zwei Tage ein bisschen besser. Und bei mir war es ja auch so, ich hatte 5 Folgen, wollte die hochladen, da meinte dann über Nacht Windows, ja, ich mache mal ein Update, ne? So, und darauf folgenden Tag genauso. Hat er mitten in der Nacht einfach mal ein Update gemacht. Weil bei mir hatte der auch ein Update gezogen, aber der wollte dann irgendwann ein andermal einen Neustart machen dafür. Also ich konnte in Ruhe hochladen. Bei mir hat er gleich gesagt, ich fahre runter und fahre wieder hoch und... Also hast du Upload abgebrochen. Ja, ist Upload abgebrochen. So. Nächsten Früh gucke ich, dachte mir, ja, alles hochgeladen. Nein. Alles abgebrochen. Hat es noch nicht mal ein Video geschafft? Doch, ein Video. Ein Video hat es geschafft und den Rest, boah, was will ich, ein Viertel oder Hälfte, aber das kannst du ja dann löschen. Ja, bringt ja nichts. So. Mhm. Das kannst du erstens dir angucken und zweitens brauchst du da auch nicht weiter von dem Video weiterhin hochladen, weil es zählt dann als neues Video. Ja, ja. Aber so ist es ärgerlich. Ja, klar. Gerade weil du so eine Bambusleitung hast. Ja, hoffentlich bald nicht mehr, hoffentlich. Aber das ist immer so, jeden vierte Jahr macht Windows irgendwie ein Update, habe ich so mitbekommen. Kann mich aber auch täuschen. Also ein größeres Update, wo der runterfährt und wieder hochfährt, ansonsten immer so vielleicht nur ab und zu mal ein paar kleine. Aber es war jetzt, glaube ich, ein bisschen größeres. Bin mir da auch nicht so sicher, weil ich hab's ja nicht mitbekommen. Ich hab's nur gesehen, einen Tag später, dass der ein Update hatte. Mhm. Das ist schon doof dann. Gut, mein Computer hat ja auch gerade gestern gesagt, dass ein Update haben will. Was? Bei einer Herunterfahren. Aktualisieren und herunterfahren. Geht doch immer da dann. Das ist ja manchmal komisch. Ging aber eigentlich schnell. Naja, man weiß ja nie, wann immer mal so Updates kommen. Ja. Oh. Ein grüner Hänger ist schon voll. Also der rote und ein grüner. Jo. Bei mir ist der LKW fast voll. Okay. Bin ich jetzt verkehrt? Der nächste Grüne wird beim nächsten Abladen bei Zeiten voll sein. Auch nicht schlecht. Geht ratzfatz hier. Bei mir auch. Hab ja, wenn du so nimmst, auch schon eine Riesenfläche schon abgedroschen. Ich eigentlich auch. Ich drehe meine ganzen Kreise um die ganzen Felder. Also ich nehme jedes Feld mit. Ja, das habe ich schon vorhin gesehen. Ja. Ich muss erstmal hier hochfahren. Oh, jetzt ist es mal verstoppt. Jetzt ist es verstoppt? Ja. Das erste Mal. Naja. Viel Spaß. Da musst du links und rechts, ne? Und außen. Ist auch nochmal. Und in der Mitte, glaube ich. Steht also aber wenn... nichts damit. Ja, da musst du, ist manchmal ein bisschen komisch. Und wenn es da, wenn es immer noch nicht geht, hast du noch nicht richtig gemacht, da ist dann noch irgendwo was. Ja, aber ich sehe ja nicht, dass ich da irgendwo sauber machen soll. Na doch, musst du direkt dicht dran gehen. Bin ich ja. Oder soll ich mal hin switchen? Kannst du? Warte, mach ich mal hier aus. Also bei mir will es nicht.
So, ich switche mal zu dir. Mal sehen. Ach so, du hast ja den. Hier steht auch Strohhaufen entfernen. Stand bei mir nicht da. Von Verstopfung befreien. So. Taube Stand bei hier mir auch hier schon. nicht. Warte mal. Ah, es funktioniert. Du kannst wieder weiterfahren. Schein. Okay, der ist ja auch gleich von hier. Brauche ich den mal ein bisschen näher ran hier. Junge, der LKW. Oh, ist das ein Dame-Krücke. Beschwer dich mal. Mach ich doch gerade. Ach so, das war schon eine Beschwerde. Gut. Ja. Wirkte nicht so. Der braucht ein bisschen mehr Power eigentlich. Den kannst du aber nicht tun. Da muss ich Sollst ja irgendwas dann dran in tun. LS17 können. Irgendwie Ja, Motor ja, ja. verbessern und sowas. Bin ich Ja, auch ja. richtig gespannt, wie das dann werden wird. Junge, ich bremse doch schon wie ein Weltmeister. Ja, das beim Kaufen kannst du einstellen, was für Motorleistung. Und dann hast du ja noch eine Werkstatt, wo du dann noch zusätzliche Teile, die sie gekauft hast, anbauen kannst oder abbauen kannst. Also kannst nicht einfach so hier auf dem Feld hier sagen, ja, jetzt mache ich Breitreifen oder diese schmalen Reifen, diese wie heißen die? Diese Schonbereifung oder so, wie die heißen. Kannst du auch nicht. Schrägförderer ist verstopft. Schon wieder. Was ist denn jetzt los, ey? Kann aber nicht Da wahr musst du den sein. auch noch sauber machen. So, ich Der Schrägförderer. fahr mal Weizen. Weizen, ich fahr mal eine ganze komplette Fuhre ins Lager rein mit Weizen. Weil es ist besser, wenn man Weizen für ein Saatgut nehmen als Raps, weil Raps ist ja teurer. Hä, was nochmal? Wenn ich jetzt Raps verkaufe, ne? Ja. Ich habe oder wenn wir Raps ernten, ja, kriegen wir ja nicht so viel Raps wie man, als wenn man hier mit Weizen. Ja? So, und da ist ja sinnvoller, wenn man Weizen oder Gerste alles nur in Seedmaster reinmachen. Damit wir wieder Saatgut haben. Nicht, dass es uns wieder ein bisschen knapp wird, wie das letzte Mal. Ey, ich fahre hier gerade mit 10 km/h mit dem LKW im Berg hoch. Boah, so schnell bist du? Boah, Ja, heftig. aber jetzt werde ich schon schneller. Mal sehen, wie lange. Meine Güte, ey. Ich glaube, unten da ist fertig. Wie das aussieht, okay. Kann ich den auch noch da gleich hochfahren? Aber erstmal den ganz hoch. Na, jetzt gibt aber da Yes. Noch. Noch. Ja, ich bin jetzt bei uns hier auf dem Hof. Na, dann hast du es geschafft. Ja. Ah, jetzt fahre ich fast vorbei. Und ich mache jetzt hier oben das kleine Stück, da brauche ich nur zweimal fahren ungefähr. Dann brauche ich die riesen Ecke hier nicht mehr mitnehmen. Oh, bremsen, bremsen. Ich hab's geschafft. Hey. Ich fahr mir überhaupt drin hier. Aha. Mais haben wir auch, ja. Wo? 16.000. Hä? In Silo. Echt? Okay, da hatten wir 16.000. aber nie was reingekippt. Vielleicht war es noch verkannt ganz Anfang an. Kann das sein? Möglich, möglich. Ich weiß das, Junge. Nur Mais hat man meines Wissens noch nie da reingekippt. Dann ist vielleicht noch von Anfang an da drinne. So. LKW ist leer. Kann ich den ja gleich hier oben stehen lassen? So. Ja, nein. Den hier, nein. Wo ist denn jetzt die Erntemaschine? Da ist er.
fahre ich den mal schnell hoch. Ah, kann man da dauern? Wieso, was los? Ja, da fährt er gerade mal 20 km/h. Ja. Weil schneller kann er ja nicht. Das ist ja der Kleine, nicht der Große. Er hat ja auch nur noch für den Kleinen gereicht gehabt, ne? Hm. Obwohl, der Kleine ist eigentlich auch nicht schlecht. Er macht seine Arbeit. Ja, muss schon sein. Das kann man nicht meckern. Also wie gesagt, 29 und 30 sind fertig. Muss nur noch bei der 30 ein bisschen Stroh entfernen. Also liegt noch ein bisschen da. Ist doch gut. Aber sonst sind sie fertig. Jetzt fahre ich jetzt erstmal den Ernter in zur Feld 24. Wo hat man den angesetzt? Weißt du das noch? Nee. Dort, wo man das Wäldchen war. Das hat er aber nicht so richtig hingehauen. Nee. Doch. Ich das glaube schon. Ich muss ja hier lang fahren. So, der zweite grüne Hänger ist voll. Der dritte meinst ist am Beladen. Meinst du das von oben oder von unten? Was? Dann. Hä? Na, von unten. Von, wo es dein Wäldchen war, also direkt da. Von unten, dort hat man angesetzt gehabt. Ja, okay. Dann muss ich einmal hier drum rumfahren. Das kann dauern. Oh, wir warten eigentlich dran. Du. Ich? Ja. Okay. Na dann, liebe Leute, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Da wurde aber alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.